Wir legen direkt los. Mal gucken, ob wir heute, also heute machen wir auf jeden Fall das mit den Verbindungstürmen, das ist klar, weil, ne? Aber erstmal prügeln wir hier noch das Rathaus weg. Das hatte ich noch, ne? Das müssen wir definitiv machen, das steht noch, das geht so nicht. Sag mal, ich muss mich hier einmal hinsetzen, sehe ich gerade. Nicht mal das Inventar gestern noch aufgeräumt. Vorzimmer, moin, hallöchen. Dann halt nicht. Muss jemand anders den Nippel durch die Lasche ziehen. Och Mann. Also wenn es Samstag früh schon so losgeht, ja, seid ihr mir eindeutig zu fit. Wie ist denn das? Also, das kann ja nicht sein. Ah, ja, schlafen. Guter, das ist ein guter Hinweis. Machen wir direkt mal. Schlafen, ja. Gott, ey. Ist halt auch so ein Ding, ne? Keine Ahnung, schon guten Morgen. Seit 4:30 wach, was erwartest du? Boah, 4:30. Ich wollte heute nicht mal, Sandro hat mich, 9:45 hat mich Sandro geweckt und ich war halt echt, ich wollte eigentlich noch überhaupt nicht aufstehen. Ich wollte wirklich noch nicht aufstehen. Oh. Was aber auch daran lag, dass Sandro die halbe Nacht geschnarcht hat. Ja. Es war furchtbar. Furchtbar. Distanziere mich von dem Chat. Wie haben sie denn geschlafen? Ja, das, also die Frage habe ich ja gerade schon beantwortet. Eher so mäh. Heute noch bis 4 Uhr wach. Also gut, ja, ich war höchstwahrscheinlich auch bis 4 Uhr wach. Ja. Also, von dem her. Einkaufen die Dame im Wagen vor mir, hatte 6 Kilo Erdbeeren. Ja gut, Erdbeeren ist halt geil, ne? Also, kann man halt auch mal 6 Kilo mitnehmen, finde ich. Dill soll ja gegen Schnarchen helfen. Aha. Ach, wenn nur Sandro den Dill futtern muss. Da habe ich Glück. Ich muss nur als erster schlafen. Dann kann man neben mir die ganze Hütte abtragen und ich bekomme es nicht mit. Das ist bei mir auch so. Das Problem ist aber, dass ich halt, also, dass ich nie als, ich schlafe nicht als erster. Gee. Also, wenn ich vor Sandro einschlafe, ist es eigentlich auch, also dann ist es egal. Ja? Aber das ist so selten. Das ist so, so selten. Das funktioniert meist nur montags tatsächlich. Montags funktioniert das, da, ne, da penne ich dann aber auch schon ab, keine Ahnung. 8. Da hole ich dann den ganzen Schlaf nach, der so fehlt. Ja, was denn? In der Woche. Die restliche Woche. Um 8 wach geworden, nochmal eingepennt bis 9, dann hoch, Kaffee gemacht, dann ist so gestartet, eben duschen gewesen, Ei gekocht, habe jetzt Frühstück und den zweiten Kaffee. Nice. Ich habe auch hier den zweiten Kaffee. Hey, Hero. 3 Stunden geschlafen, doofes Schlafmessgerät hat genervt. Oh ja, das ist nervig. Igel. Ah, ja. Flygamer. Vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 23 Monate im Kokon. Du bekommst 40 cm mehr Platz für eine kleine, aber feine Computerecke. Vielen lieben Dank. So, Fisch weg. Hiro hat dich begrüßt, ne? Guten Wochenende kann ich auch locker 5 bis 6 Kilo Erdbeeren vernichten. Ja, klar. Also Erdbeeren kannst du halt auch nicht so wegsnacken. Ne? Geht halt immer. Erdbeeren sind super. So. Hier hinten war nicht weiter, oder? Das hatten wir alles schon... Oh, sieht alles schon quasi ausgeräumt aus.
sehen die Schuhe, der Preis ist heiß, kommt zurück. Toll. Der Preis ist immer noch heiß. Ja, das sind ja neue Namen. Noch immer ist der Preis heiß. So. Mittlerweile auch kaufen. Ne? Der Opa von meinem Schwager hat seinen die Gärtnerei verkauft. Nein! Nein! Ah. Wenn essen könnte. Irgendwohin Allergiker, das ist immer eine Herausforderung. Ah, das ist bitter. Das ist richtig mies. Anmerken, Onkel ist mir heute eindeutig zu aktiv. Sen! Onkel ist wach und fit und ausgeschlafen. Oder so. Ja, nee, der Preis ist heiß war nicht so, das war nicht so, das war nicht, da bin ich vermutlich wirklich zu jung. Yay, ich bin für was zu jung. Wuhu. Wuhu. Jawohl. Ach, ja. Dann kann auch keine Erdbeeren genießen. Oh. Guten Morgen, Domi. Zu viele Glückwünsche, bin gerade etwas überfordert. Was? Zu viele Glückwünsche? Was? Hat Heiner Geburtstag? Was? Heiner? Alles Gute zum Geburtstag. Genieß den Tag. Guck mal, heute ist sogar Sonnenschein. Also zumindest bei uns. Ich hoffe, bei dir auch. Ich hoffe doch auch bei dir. Vielleicht. Alles Liebe zum Geburtstag. Genieß den Tag. Verbring ihn so, wie du es dir gern wünschst und vorstellst. Die Sonne lacht. Nachher zwar auch einkaufen, aber da meine EC-Karte kaputt ist und erst nächste Woche eine neue bekomme, muss ich mit dem auskommen, was ich in der Tasche habe. Oh Mann! Oh, das wäre bei mir fatal, ne? Oh, das wäre überhaupt nicht gut. Das wäre bei mir ganz schlecht, ja. Dito! Wobei, momentan habe ich tatsächlich noch ein bisschen Bargeld in der Tasche, weil wir... weil wir auf dem Konzert waren, da hatte ich tatsächlich mal Bargeld geholt, aber ich habe eigentlich nie Bargeld da, ne? Puh. Verteil die Punkte sinnvoll. Die guten Skillpunkte. Jetzt zum Bäckerkuchen ist als Diabetiker halt schwierig. Luxus. Hm. Ja, das ist halt echt schwierig. Hm. Ja, Viper. Ja, also das wäre bei mir auch. Kreditkarte gibt es noch von dem her. Also ne, im absoluten Notfall geht das schon.
Außerdem haben wir ja auch einen Partner, im Zweifelsfall der. Also, ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass beide Karten kaputt sind? Notfall könnte ich auch zu meinen Eltern. Also ich meine, das ist. Ich würde nicht verhungern. Ich käme schon klar. Definitiv käme ich klar. Habe ich der defekten EC-Karte schon mal geholfen? Äußerst Notfall habe ich auch noch eine Kreditkarte, aber naja, wird schon schief gehen. Ja, eben. Eben, das wird schon. Du hast 3 Jahre Kuchenvorrat im Kühlschrank. Keiner hat erwartet, dass du Hunger hast. Nun. Nee, so viele Lagermöglichkeiten haben wir nicht. Das eigentlich, wenn du mal 2 Tage nicht einkaufen gehst, haben dann Nestle und Unilever Angst um ihren Jahresumsatz? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Publik zu behalten, wenn ich dafür Sorge, Bargeld dabei zu haben, nutze halt kein Online-Banking. Ja, gut, das, also das würde bei mir ohne gar nicht funktionieren. Nee. Aber da bin ich tatsächlich auch schon immer so. Also eigentlich, seit ich ein Konto habe. Das, ne? Ich bin ja froh, dass es inzwischen auch vollkommen normal ist, mit Karte zu bezahlen. Quasi, also fast überall. Ne? Ich persönlich nervt das ja, wenn ich Bargeld dabei haben muss. Wenn ich irgendwo was mit Bargeld bezahlen muss. Aber ja, das ist Geschmacksfrage. Jahrelang kein Konto, alles bar bezahlt. Gleich gekauften Kuchen, dass bei Raupe schon Kuchen vorhanden ist. Weiß ich gerade gar nicht. Also doch, wir haben bestimmt irgendwas im Tiefkühler. Doch, wir haben definitiv noch Kuchen im Tiefkühler. Ja. Da ist schon noch was da. Lieber Bares in der Tasche, fühle mich besser mit, echt? Bargeld nur, wenn wir wirklich irgendwie unterwegs sind. Ja, also mal irgendwas ausnahmezustandsmäßig ist. Dann Bargeld, ja. Ist komisch, dass ich bei meinem Barbier nicht mit Karte zahlen konnte. Was das Gefühl auf der Stelle nicht ganz legal ist, dahinter stecken könnte. Warum auch immer. Ja, deswegen wurden ja jetzt auch so Friseursalons und so. Ne? Also deswegen wollen sie ja auch, dass mit dem Bargeld so in Geschäften größtenteils, also der Staat möchte das gerne, wenn es geht. Ne? Beziehungsweise müssen die halt alle jetzt so eine spezielle Kasse haben und so, und nur in Ausnahmefällen dürfen sie sich davon befreien lassen. Ja, das sind alles so Dinge. Ja. Damals im Urlaub in Schweden vor 10 Jahren
Wo habe ich alles bar bezahlt, weil in Deutschland man ja auch keine Möglichkeiten hatte. Aber jetzt vor allem auch Corona ist es jetzt ja weitestgehend auch hier normal, als mit Karte zu zahlen. Ja, zum Glück. Zum Glück. So. Da ist noch was. Sehr gut. Sehr, sehr gut sieht das aus. Schön. Schön, 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 schön. Baum, aber nein, es war eine Gas. So, das war das. Jetzt zum Verbindungsturm rüber. Nasch. Mit 93%, was auch immer wir hier übersehen haben. Vermutlich wieder irgendwelche Buddelstellen und sowas. Schwierig. Steuerberater haben schon vor Jahren empfohlen, das Bargeld abzuschaffen, damit man auf den ganzen Konten negative Zinsen vergeben kann. Dann können die Leute das Geld nicht mehr abheben. Wir auch nicht mit Karte zahlen, einen 20er hingegeben, wollte den Teil des Wechselgelds haben, nur ging das nicht, da kein Kleingeld vermutlich mehr in der Kasse war. Also Bargeld. Ja, das wäre dann, also das wäre eigentlich dann sein Problem gewesen, ehrlich gesagt. Mein ja, na klar, man will dann nicht, ne? Also. Aber das ist natürlich auch heavy. Nee. Nee, Ida, das geht nicht. Baumstümpfe kriegt man nicht weg. So, Sender. Erweckungssignal. Herstellen. Fritz. Sorry, zu früh, zu müde. Alles gut, Messenger kennt ihn. Guten Morgen, Peter Wager. Grüße in den Lurk zurück. So. Schick. Das war der letzte Verbindungsturm. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt irgendwas. Also jetzt wird es ja spannend. Ob das jetzt was bewirkt hat. Warte mal, Frohre, ne? Ich glaube, Frohre. Richtig. Bin ich gespannt, ja, nicht nur du. Am Ende war das total, total schwachsinnig und bringt einfach nichts. Gar nichts. Es passiert nichts. Hör mal, oder? Meisten Läden wollen auch kein Bargeld mehr haben. Dass jemand für die Nachwelt klippen könnte, super werden. Also das wär ein bisschen deprimierend. Das wäre wirklich, ich muss zugeben, dass es wäre deprimierend. Wenn jetzt gar nichts passiert. Spielen wir heute nur noch Rommy. Music. Oh yeah. Warte, wo muss ich hin? Da! Guck's dir an! Guck, wie schön es ist! Es ist komplett grün. Das ist schon mal schön. Aber es passiert nichts. Also, nichts. Ich dachte ja, irgendwas mit dem Telefon würde jetzt passieren. Sorgfältig platziert. Wünscht bloß, es hätte mehr Mana gegeben, um zusätzlich Lagerfeuer zu entzünden. Das ist ein bisschen bitter, ne? Gut, das hat dieser Vorfall, jetzt zeige ich gar nichts mehr. Was? Zeige ich gar nicht mehr für Papier, wenn man jetzt ist, wenn meine Haare schneidet. Ja, nice. Hast du ein Schaf übersehen? Nein, es ist ja alles grün. Es war ja vorher alles rot. Ich krieg die Krise.
Aber vielleicht hat sie ja später noch. Vielleicht hat sie ja später noch irgendwas. Wir machen jetzt Mainquest. Mal gucken, was passiert. Vielleicht hat sie ja noch irgendwann irgendeine Auswirkung. Ich bin ein bisschen. Sind eventuell versteckte Türme? Nee. Jetzt ein bisschen bitter, ne? Geht noch ein Lagerfeuer? Stand ja was im Text? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Medaillen. Camper. Ne, glaube ich nicht. Mehr Mana gehabt hättest, hättest du mehr Lagerfeuer entzünden können. Hä? Nee. Nee, hätte ich nicht. Fehlt ein Brunnen? Mir fehlen viel mehr Brunnen. Also für die Medaille fehlen mir noch unfassbar viele Brunnen. Das ist ja erstmal Silber. Mit einem kriege ich Silber. Ich muss ja dann noch auf Gold. Also, ne, wir haben Schatzsucher, Schläfer und die Brunnen noch. Wo ich die Medaillen noch nicht voll habe. Ja, wir starten jetzt einfach mal die Rakete und gucken mal, was passiert. Also, ne? Ich will jetzt wissen, ob das... Das muss doch eine Auswirkung haben. Kein Sinn. Das ganze Ding grün gemacht. Zünd den Knaller. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Achso, warte mal, wo ist denn das? Ich hab ja voll vergessen, wo das ist. Quest. Hier an Bord der Fluchtkapsel. Scheiße, wo war denn das? Die war hier oben, ne? Die war oben, Krönung. Wo ist denn da der Port? Da. Schnelle Fortbewegung. Ist eine Medaille für die Türme? Die Türme habe ich voll. Das weiß ich. Keiner. Also zumindest das plus eins haben wir voll. Und bei den Türmen, also es gibt vermutlich eine Medaille, die haben wir dann aber definitiv schon. Hier, Verbindungsaufstieg, die ist auf Gold. Moin, Julina. Haben wir gemacht. So, da müssen wir hin, glaube ich. Ich bin ja auch mal noch gespannt. Wir haben halt auch... Also das Ding ist halt, dass unter Grund noch unfassbar viel fehlt. Das ist was, was mich enorm irritiert. Ja? Dass unter Grund gerade mal auf 73% ist. Mal gucken. Ich mache das jetzt einfach mal und wir gucken mal, was passiert. Wir schauen, was passiert. Muss ich erstmal gucken, wie ich hier laufen muss. Darüber, ne? Dann hier runter. Was ist Untergrund? Das Untergrundgebiet. Hier richtig, ne? Ja. Steht die Startrampe gerade? Ich hoffe. Ich hoffe doch. Ich muss hier hinten lang. So kann ich nicht wegmachen, nicht wundern. Ganz kurz noch hier ans Lagerfeuer setzen. Also nicht chromt, sondern kront, wie Krone. Unterkront. So. Alles klar. Konnten wir ja rein, ne? Sind wir hier reingegangen? Waren wir da drin? Warte mal kurz. Doch, wir waren hier drin, oder? Oh, sieht so aus, als wären hier nicht so viele Tote. Den Bus können wir mal noch wegräumen.
Ja. An hier. So, na dann. Soweit. Kommt noch mal weg. Bin aufgeregt. Na gut. Tschüss dann. Epische letzte Worte. Tschüss dann. Das endet einfach. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich fühle wieder eine Leere in mir. Und eine Errungenschaft? Ja, das war halt einfach fürs Beenden. Wait for it? Okay, ich waite for it. Wir waiten. Energy plus incoming. Ah! Bestimmt. Moin Moin Ingo. Moin Hannibal. Letzten Worte eines Fahrlehrers. Nun versuchen Sie jetzt alleine. Jetzt nochmal als Speedrun. Na klar. Hey Black. Aber abwarten. Ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Dass das mit den Verbindungstürmen irgendeinen Einfluss hat. K23, the Crown Station. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. So I escaped and left everything behind. Again. There was the accident, of course. Something wrong with the escape pod thruster. I lost my arm. But that was only the beginning. I did run. Oh, Auswertung. Wir haben 103.208 Objekte zerstört, 6.566 Monster getötet, 1.124 Fische gefangen, 246 Tiere getötet, 81 Tiere gezähmt,
10.286 Bäume ermordet. Wir sind 649.171 Meter weit gereist. Wir haben 166 Stunden geschlafen, 64 Schätze ausgegraben, 987 Pflanzen angebaut, 273 Gebäude errichtet, 398 Mal an Lagerfeuern ausgeruht, 244.314 Materialien gesammelt und eingelagert. Wir sind 45 Mal gestorben und wir haben 121 Stunden gespielt. Wir waren nicht vegan. Wir waren nicht vegan. Shit, wirklich, es endet halt einfach. Ich kann's. Das, Alter! Was ist denn? Man kann so ein, also einen veganer Speedrun machen. Ein veganen Achievement gegeben? Keine Ahnung. Da müssen wir auf Steam gucken, was es so für Achievements gibt. Das gucke ich ja nie. Kannst aber immerhin weiterspielen. Das wäre ja auch furchtbar, wenn nicht. Das wäre ja auch schlimm. Stell dir vor, der Spielstand wäre jetzt gelöscht. Du müsstest von vorne anfangen. Jetzt einen neuen Run vegan und ohne zu sterben. Moria? Ich glaube nicht, Brigitte. Ist er jetzt einarmig, wenn du weiterspielst? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das können wir ja mal noch kurz gucken. Ach nee, man steht hier. Ja, okay. Spielstand wurde zu dem Moment vor dem Betreten der Fluchtkapsel zurückgesetzt. Hauptquest ist jetzt abgeschlossen. Du kannst weiter Nebenquests erledigen, anderen Aktivitäten nachgehen. Ja. Ja. Nasch. Also nein, er hat es halt von vorher zurückgesetzt. Das wäre ja auch irgendwie, ne? Wobei, er ist ja abgestürzt, ne? Also man hätte ja... viele Buffs durch Essen eben nicht bekommt. Eben. Das ist, glaube ich, richtig heavy. Ob es dafür echt ein Achievement gibt? Auch für nicht sterben? Das wäre richtig mies, ne? Also stell dir das mal vor, du spielst das, also das Spiel ohne zu sterben. Ne, und der Grund ist immer noch auf 73%. Also das finde ich so ein bisschen, das ist merkwürdig. Also entweder habe ich da unfassbar viele Buddelstellen übersehen. Willst du es wissen? Ja, klar. Ja. Also ich hätte sowieso nachher dann einfach mal bei den Steam Achievements geguckt, was es da so gibt. Aber das ist halt echt, also das ist ja, das wäre heavy. Ja? Aber denkbar ist das. Ich meine, als Achievement macht sich das gut. Ohne zu sterben ist tatsächlich ein Ziel und löst etwas aus. Alter Falter. Das ist natürlich... Puh. Unterkront wäre halt die Frage... Also das hier ist Untergrund, ne? Unter anderem. Das Stück hier und andere. Ein anderer Bereich. Du kannst halt hier auch nicht wirklich buddeln, oder? Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt buddeln kann. Hier so vielleicht, wo der Lichtschein durchfällt? Nö. Das ist halt ein bisschen, das, also unter Grund 73 finde ich ein bisschen merkwürdig. Erinnerst dich an die seltsame Tür, die du gefunden hast? Oh ja. Stimmt, der Schlüssel. Das würde ich gerne noch machen. Wo kriegt man denn den? Kriegt man, oh, jetzt sag mir nicht, man kriegt irgendwie den Schlüssel, wenn man nicht stirbt. Oh, das wäre ja heavy. Stimmt, die Schlüsselgeschichte. Die Tür. Habe ich mir die Koordinaten aufgeschrieben? Die Schlüsselsache war ja noch.
Das habe ich voll vergessen. Okay, das würde ich gern wissen wollen. Wo man krieg ich noch den? Hängt wohl alles zusammen, aber es war teilweise noch nicht komplett implementiert. Keine Ahnung, wie es jetzt aktuell ist. Jetzt gucke ich mal kurz. Ich gucke mal ganz kurz wegen der Tür. Das interessiert mich. Wie hieß sie? Ich glaube, seltsam. Nee, wie hieß denn die Tür? Ich habe mir das aufgeschrieben. Surrealer Schlüssel. Brauchen wir. Dismantle surrealer Schlüssel. Ach, fuck it. Alles klar. Ja, nein, das machen wir nicht. Alter. Wait, was? Ja, genau. Joker, ich hab's gerade schon gelesen. Ich hab's gerade schon beim Googlen, hatte ich's schon. Man kann da auch Sachen fixen. Naja, du musst zum Beispiel, du musst Brücken reparieren und baust ab und an mal so Maschinen auf. Erzähl. Na, das, was der Lift schreibt. Du musst die ganzen Gräber, also diese Grüfte, ja, du musst alle Grüfte im Spiel, ne, wenn man jetzt hier alle 21 Grüfte musst du machen, ohne zu sterben. Darfst nicht sterben, bevor du die 21 Grüfte alle gemacht hast. Und dann halt in der Hauptgruft finden wir ja das Grab, ne, vom König. Also wir haben ja schon die Vermutung, dass wir das sind. Ja. Finden wir unser Grab und dort ist der Schlüssel dann drin. Alter Vater. Also das ist ja... Ja gut. Also. Hey Dinkelkeks. Das ist unwesentlich heavy. Vielleicht. Nun. Also nicht zu sterben in dem Spiel ist vor allem alle Grüfte. Ohne zu sterben. Alter. Vor allem, du hast ja nicht unterschiedliche Save Games. Ja? Der speichert ja. Also das Ding ist ja, der speichert ja automatisch. Hey Wing Commander. Denkst du jetzt nochmal an? Nein. Dachte auch was beim Öffnen des leeren Grabs, das wäre, wenn wir nie gestorben sind. Ja. Das Spiel gibt einen Tipp, ja, schon. Kopie erstellen, er kannst du nur. Also es geht gar nicht anders. Musste. Ansonsten kriegst du ja, also stell dir mal vor, du bist hier bei irgendwie, hast dann, ne, also du machst das wirklich straight und bist dann irgendwie bei der 20. Gruft oder so und bist auf dem Weg zur 21. und verreckst, weil du irgendwo in ein Loch fällst oder so. Ja. Oder ins Wasser. Ja. Brüllst du doch. Musste, also es geht gar nicht anders. Ein rotes Fass, naja, gut. Das ist so ein Ding, das passiert dir eher nur einmal. Nicht mehrfach. Das ist ja übel. Man mit dem Hex-Editor rumfummeln kann. Keine Ahnung, Interminius. Batch-Skript, auf geht's. Ja, das kannst du auch mit einem Skript lösen. Das stimmt schon. Aber das ist natürlich, also das ist eine krasse... Eine echt krasse Aufgabe. Die ist übel. Mit deren Safe Games noch nicht angesehen. Noch nicht. Moin, irgendwer. Ja, gut, dann ist das Ende von Dismantle. Ich werde mit Sicherheit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, werde ich. Privat so die letzten Medaillen mir noch holen. Ich werde auch mal gucken, was ist so für... Ja, ich kann nicht schlafen. Was es auch so noch für Achievements gibt. Vielleicht mache ich da noch so ein paar Sachen. Also privat werde ich vermutlich noch ein bisschen vor mich hin dismanteln, aber ich denke,
Für den Stream ist das schon... War das ein sehr großes, langes Projekt, was mit fast 122 Stunden in Ordnung ist, wenn wir es da abschließen, denke ich. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Sagen, was du willst. Also ich für mich war das echt gut. Betonung auf noch nicht. Wäre nicht das erste, welches ich im Kreativ anschaue. Hm. 1,6% ist das niedrigste bei den Steam Achievements bei Dismay. Kann so schweinig sein. Hm. Auch schon beim Zerstören gesagt, daraus wurde nichts. Beim Zerstören. Privat, aber wir sind doch hier unter uns. Ja, es ist immer so die Frage, wie unterhaltsam das noch ist. Die Frage stelle ich mir ja durchaus. Für mich ist das unterhaltend. Für mich privat. Gibt es nie Schlafenerrungenschaft? Durchaus möglich. Sollen DLCs für das Game kommen? Ja, stimmt, sollen. Wollte ich privat alles platt machen? Naja, das werde ich ja vermutlich tun. Ja. Wir können ja, das ist ja das Schöne. Ich kann den Spielstand weiterspielen. Kann hier also privat vor mich rumdengeln und wenn dann DLCs kommen und ich denke, dass das dann was für den Stream ist, contentmäßig, kann man es nochmal anwerfen. Das finde ich gut. Wenn ein anderes Spiel zu früh endet, zum Stream noch füllen und quatschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dafür bietet es sich an, der Lift. Das ist richtig. Ja. Ja, 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 ja. Auch das ist richtig. Ja. So, dann. Schön war's. Schön war's.